Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich mache mich jetzt auf in diesen Schrein. Das ist nicht der, wo ich gerade drin war, oder? Ich glaube, ich habe einen Teleport benutzt, bevor ich den Part angefangen habe. Ich habe gerade noch ein bisschen geschrieben, deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Wir hatten schon lange keinen Kampfschrein mehr. Und ich wusste, dass das keiner ist. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Miro Tsui. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Mäßigung. Wer braucht schon einen Fahrstuhl? So. Was haben wir denn hier? Eine Kugel. Eine Truhe, die ich sowieso sofort öffne. Versteck die doch mal. Eigentlich eingesteckt. Dich kenne ich. Ich kann nicht schmeißen, oder? Warum gibt es wohl einen Fahrstuhl? Na, kommst du mal zurück? Es gibt ja nicht ohne Grund einen Fahrstuhl in diesem Level, denke ich mal. Ja? Wette, wir müssen ihn von da oben irgendwie runterschmeißen. Da drauf landen, Alter. Really? Hat der Schalter eigentlich bewirkt da unten? Okay. Was hat das? Damit holt man sich einfach nur einen Ball. Das heißt, ich muss hier wirklich... Dein Ernst! Wir schmeißen ihn einfach da raus und sehen, ob er gut landet. Really? Really? Mäßigung. Was hat das mit Mäßigung zu tun? Ich muss... messen, oder? Okay, das verstehe ich jetzt gar nicht. Weil, wenn ich den werfe... Ich kann ihn in Stase versetzen. Ey, das teste ich mal. Ich könnte ihn in Stase versetzen und darüber prügeln. Bitte sei nicht der Weg, ey.
Ist er nicht angekommen? Ist er irgendwo stecken geblieben? Nicht eine schwache. Ja, wir haben eine Bocklanze, komm. Wir haben einen Hammer bekommen. Ernsthaft. Wir haben einen Hammer bekommen. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund haben wir einen Hammer bekommen. Boah! Und jetzt weiß ich warum, weil hier Abstand messen und so. Das könnte auch drüber gehen. Ich schlag ihn jetzt, so. Was für ein Noch mehr? Noch mehr Schwung? Ernsthaft? Ich will hier aber... Na, Pfeile will ich auch nicht für das Ding verschwenden. Ach, tue ich ja gar nicht. Ah, stimmt ja. Also, muss man Pfeile. Boah, es ist so nästig. Hauen wir 5, 4, 3, 2, keine Ahnung, drauf. Wir hauen einfach kräftig und kräftig und kräftig immer weiter drauf, bis der... No! Scheiß Ball! Ich weiß noch nicht mal, ob wir von ganz oben müssen. Verdammt! Ganz ehrlich, ich kann denn nicht so lange unten bleiben? Das dauert mir zu lang. Nee. Ganz ehrlich, ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Ich denke mal nicht, dass ich das... Ich hau den noch einmal drüber und wenn er nicht ist, dann machen wir einen anderen Schrein. Sorry. Den versuche ich lieber mal alleine. Sorry. Das Ding braucht hoch und runter zu lange. Ich könnte natürlich auch schneiden, bis ich es geschafft habe. Aber wenn ich es geschafft habe, passiert ja nichts Besonderes. Das ist es ja. Wenn danach wenigstens noch ein Rätsel kommen würde. Oh nein. Das ist alles von diesem Rätsel. Deswegen. Ich will mich auch nicht zu lange beim... uninteressanten, sagen wir mal, Dungeon aufhalten. Also, Schrein. Uninteressanten Schrein. Das ist so uninteressant, den da, wer weiß wohin, Bock
zu boxen. Ich gucke mir ein Video an, wie einer es gemacht hat am besten. Damit ich auch genau sicher gehen kann, dass ich das schaffe. Ich muss den wahrscheinlich schon von Anfang an malträtieren, bis zum geht nicht mehr. Einen guten Versuch hatten wir und ja. Der Dahishime. Ich denke mal zwei Parts. Zwei Parts, genau. Zwei Schreine in einem Part. Es sei denn, ich schaffe den schnell. Dann können wir auch gleich zum nächsten Schrein übergehen. Hauptsache, ich fülle das Programm gut. Kampfschrein. Willkommen, Bürger. Mein Name ist Daishino. Im Namen der Göttin Heil, wir haben deine Kraft geprüft. Leicht verreicht der Blitz. Ich habe schon fotografiert. So, okay. Gut, wir machen noch einen Stein. Ich hoffe, ich bekomme noch so einen. Es gibt eigentlich nur leicht, mittel und schwer. Wir hatten schon mal schwer geschafft. Ich habe Angst, dass schwer nicht mehr kommt. Jetzt ernsthaft. Den Wächter 4.0 hätte ich gern. Weiterhin. Aber was war? Wächter 2.0, ne? Es gibt noch einen Wächter 3.0, den ich auch noch nicht fotografiert habe. Der mit Schild. So, wir können übrigens uns neues Herz holen eigentlich. Aber. Wir machen ja erstmal die Schreine, bevor ich das mache. Für den Fall, dass ich natürlich nichts mehr in meiner nichts mehr zum Hochladen habe, so viele Sachen und nur noch Zelda, dann wird auf jeden Fall Zelda dreimal am Tag kommen. Damit das auch mal ein bisschen nicht zu langwierig wird, weil manche schauen ja nicht so gerne so langwierige Sachen. Oh nein, die sind sich nicht ähnlich, komm. Glaube ich nicht. Nee, sind nicht so wie die einen beiden Zwillingsschreine. Obwohl so ein Zwillingsschrein wäre natürlich wieder mal richtig cool, ne? Ja. Ich weiß. Dies habe ich schon festgestellt. Hier in den Schrein. Ah. Soll ich mal kurz abgelenkt sein, Leute? Kraftschrein, Kraftschrein. Das sieht mir mehr nach Kraftschrein aus.
Nee, doch nicht. Es ist. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jisu Kafui. Im Namen der Göttin Alia sollst du geprüft werden. Also, sind Stacheln? Jisu Kafui. Was machst du? Was hast du vor? Ah! Drehen, ne? Aber okay. Halt, stopp, hier bleibt da. Das. Oh, das ist so ein ähnlicher Schrein, wie wir vorhin hatten. Alter, was soll denn der Scheiß hier? Ich hab's mal. Ich wollte zu der Kiste. Was mache ich da? Ich will nur die Kiste haben, ne? Vielleicht kann ich auf die Kiste springen. Das Ding springen. So. Trickst das Spiel aus hier einfach, ist mir scheißegal. Schubpflanze! Yay! Eingesteckt! Okay. So. Warum versperrst du mir jetzt den Weg? Was soll das? Nein. Leute, easy going. Drei Schreine in einer Folge, so muss das sein. So, und damit beende ich den Part an dieser Stelle. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zweneter.